Hallo mein Lieber, ich grüße dich hier einmal ganz, ganz herzlich zu einem Zwei-Wochen-Blick hier für dich. Was kommt jetzt auf dich zu? Vorab ein riesengroßes Dankeschön an jeden Einzelnen von euch. Vielen lieben Dank. Ganz kurz hier einmal, bevor ich starte hier für dich, was die Gratislegungen anbelangt, bitte keine E-Mails mehr. Ich habe sehr, sehr viele Nachrichten erhalten und zusätzlich dann auch die Privatlegungen, was ich jetzt binnen der nächsten Tage hier dann auch wieder freigebe, wo ich dann auch wieder starte. Ich werde diese natürlich auch, was jetzt über die 20 Anfragen hinausgingen, wo ich das dann für 20 Personen angegeben hatte, werde ich mir das vormerken, natürlich für das nächste Mal. Aber jetzt bitte keine E-Mails mehr und ich bitte hierfür um Verständnis, was die Gratislegungen anbelangt. Vielen, vielen Dank. Ich starte jetzt einmal für dich mit den Hauptthemen. Ich gehe am Anschluss in die Deutung für dich über. Alle Kartendecks findest du in meiner Infobox sowie diverse andere Dinge, die ich hier anbiete, findest du mich auf meiner Website. Ich habe das hier noch etwas umgestellt, damit du das dann auch alles ganz gut sehen kannst.
So, mein Lieber, ich starte jetzt einmal für dich. Was möchte sich hier zeigen in der ersten Woche? Hier geht es um sehr viel Sehnsucht, auch um Träume zu verwirklichen, um hier wieder auf Reisen zu gehen, bekomme ich. Und ich bekomme hier bewusst für den einen oder anderen eine Reise, ja, was im Familiären hier eine große Rolle spielen kann, aber auch was das Berufliche Ähnliches beinhaltet. Hauptthema ist in der Woche sehr viel Sehnsucht und sehr viel, wo man sich Gedanken über etwas macht, wo man ausbrechen möchte, wo man sich neu kreieren, verwirklichen möchte. Denn wir haben die Königin der Luft in Kombination, die Königin der Münzen. Hier geht es um Stabilität, wo man sich in dieser Woche ganz besonders Sorgen macht, sehr viel das Finanzielle, die Sehnsucht hier, ja, die sieht man hier ganz klar. In Kombination, was die Königin der Luft hier aussagt, hier geht es um objektiv zu entscheiden, ja. Hier sucht man nach Lösungen, nach Möglichkeiten. Hier in dieser Woche wird alles entsorgt, was einem bislang nicht mehr dienlich war. Ja, da wir hier sehr stark mit dem Flugzeug eben die Sehnsucht haben für den einen oder anderen. Man schaut jetzt ganz genau, was brauche ich jetzt noch, was möchte ich eigentlich? Ja, das bekomme ich hier sehr stark, dass man jetzt genau schaut, was einem nicht mehr dienlich ist. Und natürlich an der ganzen Situation, wo man jetzt rausgeht, dass man da Neues in Erfahrung bringt, aber auch das Ganze mit Gelassenheit und Humor zu sehen. Denn man sieht hier ganz klar das Finanzielle, was hier in den Verlust geht. Ja? Wo jeder dann eben genau schauen sollte, was möchte ich eigentlich? Ja? Was möchte ich hier verwirklichen? Denn hier sind Träume. Ja? Das heißt, du hast hier ganz klar eine Vision, du hast hier Träume, du weißt eigentlich schon, was du möchtest. Und das ist die Unabhängigkeit. Die bekomme ich hier sehr, sehr stark. Einmal mit der Karte, die Königin der Luft. Du möchtest in die Unabhängigkeit, ja, du möchtest das, was bislang so war, das möchtest du nicht mehr, das, was eben auch schon in den Tagesbotschaften gefallen ist. Das zeigt sich hier ganz klar, es ist irrelevant, ob du jetzt als Frau oder als Mann schaust, ja. Wir haben mit der Königin der Münzen, wo man bislang immer die Augen verschlossen hatte, was du hier ganz klar sehen kannst auf der Karte, ja, dass man lange, wirklich sehr, sehr lange hier festgehalten hat an Alter. Ja, und ich bekomme auch sehr viel das Materielle, sehr viel, das einem jetzt bewusst wird, dass es eben gerade jetzt, wo eben viel auch in den Verlust geht, ja, durch eine Partnerschaft, hier sehen wir hier ganz klar mit der Ehestandskarte, dass entweder du oder dein Gegenüber hier noch in einer Verbindung ist und dass man hier eben ganz klar festhält aufgrund Finanzen. Und hier ist es eben so, dass man jetzt sich sehnt nach etwas anderem, dass man jetzt klare Entscheidungen eben für sich trifft. Bedenke bitte immer die Hauptenergie, was die ganze Woche beinhaltet. Und jetzt gilt es eben darum, das jetzt loszulassen an Altem, wo man wirklich lange festgehalten hat. Man entscheidet sich jetzt neu, man bekommt neue Ideen, man möchte in etwas ganz, ganz Neues eben gehen. Auch nochmal mit der Karte, mit dem Flugzeug, diese Sehnsucht, ja, die ich dann sehr stark für den einen oder anderen bekomme, dass man raus möchte, man möchte nichts mehr festhalten. Was zeigt sich am heutigen Tag? Wir haben den Brunnen und hier geht es um Wünsche. Ich bekomme zuallererst wirklich Wünsche, ja, was bei dem einen oder anderen natürlich hier die Ressourcen beinhaltet, sehen wir ganz klar mit dem Brunnen in Kombination und etwas Geld, ja. Also hier ist derzeit etwas blockiert bei dem einen oder anderen, dass hier auch etwas in den Verlust geht, bekomme ich. Ja, aber hier geht es um eine starke Transformation. Wir haben hier mehrmals eben den Sarg, der sich dann hier zeigt und eben hier zeigt, dass man in etwas Neues aber auch geht. Der Sarg bedeutet gleichzeitig aber auch die Auferstehung, dass es eine starke, harte Transformation ist und dass man hier aus diesem Ganzen, dass es letztendlich hier in eine Wunscherfüllung geht, da man in neue Entscheidungen geht. Man trifft andere Entscheidungen, man sucht nach anderen Wegen, wo man bislang
bislang eben nicht wusste, wie es weitergehen soll, aber auch derzeit, ja, schau hier bitte ganz genau, löse diese Blockaden auf. Auch alles, was derzeit blockiert ist, kommt wieder in den Fluss, denn wir haben den Brunnen, der gleichzeitig für die Wunscherfüllung steht, sprich aber auch, dass das Finanzielle sich wieder vermehren wird. Es kommt immer darauf an, in welcher Konstellation du dich dann eben auch befindest. Hier gibt es stressige Situationen, hier gibt es viele Gespräche, wo es sich dann um die Finanzen eben dreht. Nichtsdestotrotz solltest du hier schauen, ja, in deine Beständigkeit gehen, was sich dann eben auch am morgigen Tag, am Dienstag zeigt. Hat es Beständigkeit, so wie es bislang war, denn man hält hier klar noch fest an etwas, ja. Und das kommt jetzt mehr und mehr zur Erkenntnis, dass man dieses eben loslässt und viel in einer Partnerschaft, was sich dann hier eben auch gezeigt hat. Es kommt wieder zu einer Stabilität, auch wenn es derzeit blockiert ist. Komm bitte raus aus deinen Ängsten. Wir sehen hier ganz klar die Ängste. Die solltest du bitte loslassen. Es ist absolut wichtig. Ja, je nachdem, wie du hier schaust, du oder dein Gegenüber. Hier kommt es wieder in den Fluss, wenn jetzt stressige Situationen sind und Konfrontationen, vor allem des Konfliktes auch sehr, sehr stark. Ja, schau hier bitte, wie du aus dem Ganzen rausgehen kannst. Hier gibt es jemanden, der dir behilflich sein möchte, sprich behördlicherseits, im Freundschaftlichen, je nachdem, wie du hier eben schaust. Ja, man schaut aber jetzt ganz besonders explizit, was eine Verbindung beinhaltet. Denn hier zeigt sich die Partnerschaft, eine Ehestandskarte, die Eifersucht. Und hier gibt es eine Person, und das bist nicht du oder dein Gegenüber, das ist definitiv eine Person, worin dein Gegenüber mit in Verbindung steht, sprich in einer Partnerschaft, Dreieckskonstellation. Ja, hier gibt es jemand, eine Person in einer Partnerschaft, die sehr, sehr eifersüchtig ist, was sich dann hier auch schon zeigt. Und hier geht es darum, dieses loszulassen. Man schaut jetzt direkt, also dein Wunschpartner oder eben Wunschpartnerin, schaut in die Beständigkeit. Hat das hier noch Beständigkeit? Man ist hier befangen aufgrund finanzieller Themen auch. Alles das, was ich eben schon sagte. Und hier geht es um Loslagerung. Ja, das, der Hund repräsentiert auch immer das, man hier eigentlich losgehen möchte, aber man kann nicht. Ja, man hält hier noch zu sehr an alten Dingen fest und ich bekomme sehr viel das Materielle. Wo man sich aber letztendlich löst, das sieht man auch ganz gleich hier schon in dieser Woche, dass man aus einer Verbindung, es geht definitiv in den Verlust. Ja, davon kannst du hier mit Sicherheit ausgehen, denn es liegt schon hier. Hier sind Manipulationen, wie du auch ganz gleich hier sehen kannst. Man schaut auf die Beständigkeit derzeit. Hat es hier überhaupt noch Beständigkeit? Ja, hier geht es auch sehr viel um Treue und Loyalität. Ja, und es könnte bei dem einen oder anderen sein, dass man hier gar nicht treu war oder eben treu ist. Und jetzt schaut man, hat diese Verbindung noch Beständigkeit? Ja, denn in dieser Partnerschaft bekomme ich sehr viel, da wir es dann hier auch liegen haben, in den Karten, dass hier viele Streitigkeiten auch sind wegen des Geldes. Ja, Konflikte wegen des Geldes, all das, was in den Tagesbotschaften eben auch schon gefallen ist. Und hier geht man jetzt raus. Definitiv, es kommt immer darauf an, es ist eine allgemeine Legung, wie du jetzt hier eben schaust, aber viele Partnerschaften gehen jetzt auseinander, vor allem die, die dann hier aufgrund finanzieller Sicherheiten geführt wurden. Wir haben hier auch, wie ihr wisst, deutlich beide Wochen miteinander zusammen. Hier sind dann auch nochmal, es ist sehr viel Konflikt und sehr viel Streitigkeiten, wo es wirklich es um das Thema geht, wie hier wieder etwas in den Fluss kommt. Und hier solltest du bitte Vertrauen haben, hier solltest du wirklich deine Blockaden lösen. Wir haben hier auch mit dem Schmetterling die starke Transformation, dass es hier auch um Kindheitsthemen geht, etc. Hier eben zu schauen, dass es weitergeht. Es geht definitiv weiter. Vielleicht für den einen oder anderen dann erstmal, dass hier eben Gelder in den Verlust gehen, sogar viel in den Verlust geht, aber nichtsdestotrotz geht es hier weiter. Hier haben wir dann auch nochmal, was sich dann hier am Mittwoch zeigt. Das, was ich eben schon sagte, die weibliche Person, was dann eben für die Verbindung, das heißt deiner oder deines Gegenüber stehen kann. Die dritte Person, wie es sich hier schon auf der Karte zeigt, mit den Eifersuchtsthemen, Manipulationen, Finanzthemen, all das, was ich schon sagte, wird hier transformiert. Ja, das wird hier beendet, auch wie es hier schon eben gefallen ist, mit dem Verlust in einer Verbindung. Davon kannst du mit absoluter Sicherheit ausgehen. Des Weiteren haben wir am darauf folgenden Tag
den Donnerstag haben wir hier den Schlüssel und das Unverhoffte. Unverhoffte Freude, ja, ist bei den einen hier natürlich Vertragsthemen, das heißt Sicherheiten, Belastungen, was dich hier noch belastet hat. Am Anfang der Woche geschieht hier etwas Unverhofftes. Das heißt, es könnte dir jemand zu Rate stehen. Wir haben auch hier den Bären, einmal sprich für deine Seelenverbindung, aber auch für eine machtvolle Person. Ja, das heißt, eine ältere Person, männliche Person, je nachdem wie du hier schaust, wird dir Kraft geben. Auch in behördlicherseits wirst du hier nach Möglichkeiten, Lösungen, man wird dir hier etwas anbieten, eine Person bietet dir etwas an, damit du hier wieder in deine Beständigkeit gehst. Definitiv habe bitte Vertrauen, gerade in dieser Krisenzeit hier in das Vertrauen zu gehen, in die Kraft zu kommen. Ja? Hier kommt auch jemand mehr und mehr in seine Kraft, sucht hier nach Lösungen mit noch einer Person. Dass du auch hier wieder, was das Finanzielle anbelangt, ja, in die Stabilität kommst. Hier bekommst du viel Kraft von einer Person. Das zeigt sich einmal ganz klar mit der unverhofften Freude, aber auch, was eine Wunschpartnerschaft beinhaltet, dass es hier in etwas Unverhofftes geht. Ja, das heißt, hier gibt es eine Kontaktaufnahme. Kontaktaufnahme, wenn du derzeit in einer On-Off-Verbindung warst oder eben, dass hier etwas stagniert hat. Ja, das sind die stressigen Situationen, die man derzeit hier beruflicherseits hat und aber noch mit Drittpersonen. Ja, ich bekomme hier definitiv, dass du oder dein Gegenüber oder ihr beide hier noch in einer Verbindung seid. Da schau bitte ganz genau auf dich. Ja, und das hier eben aufgrund dessen, dass man ständige Streitigkeiten hat etc., hier trotz alledem nach Möglichkeiten jetzt sucht. Man sucht nach Lösungen, du bekommst hier eine Nachricht. All das, was ich eben schon sagte, wenn es derzeit keinen Kontakt gab, hier liegt die Nachricht, was euch beinhaltet. Ja? Das heißt, wenn dein Gegenüber geghostet hat oder wenn ihr lange, lange keinen Kontakt hattet, hier gibt es eine Kontaktaufnahme. Denn ich sehe hier ganz klar, dass der Kontakt nicht da ist, der aber jetzt wieder kommt aufgrund dieses Ganzen, dass man hier jetzt in die Beständigkeit schaut und vor allem, dass man hier nicht mehr lange an Altem festhält, dass man jetzt die Augen öffnet, bewusst Altes loslässt, ja, in Neues gehen möchte. All das, was ich schon sagte. Dann haben wir hier am Freitag, hier geht es um die Tätigkeit, aber auch Verbindung, feste Verankerung. Eure Verbindung ist fest verankert, solltest du dich das hier gefragt haben, wir haben das Geschenk. Hier könnte es um eine Einladung gehen, es könnte um eine Gestik gehen, es könnte aber auch im Beruflichen hier sein, ja, dass diese Person, was ich eben sagte, männliche Person, könnte natürlich auch die weibliche sein, je nachdem, wie du hier schaust, ja, dass jemand dir Kraft gibt. Die eine Möglichkeit bietet, die eine neue Chance bietet. Ja, was ich dann eben auch hier bekomme für die Chancen und Möglichkeiten, dass du diese bislang gar nicht gesehen hast, aufgrund, dass du hier mit diesen ganzen Themen beschäftigt warst, dass du auch in der Position, in dem Denken warst, ja, hier ist schon viel Geld in den Verlust gegangen. Wenn du aber in der Thematik drin bist, dich selber blockierst, noch mehr Ängste hast, diese natürlich mehr und mehr anziehst, blockierst du noch mehr und mehr. Es kann nicht in den Fluss gehen. Sobald du in der Negativität bist, kann es nicht in den Fluss gehen. Und hier gilt es bewusst für den einen oder anderen. Es ist absolut wichtig, betone es hier nochmal, aus den Blockaden rauszugehen. Hier ist jemand, diese Person wird dir helfen. Ja? Was deine Tätigkeit beinhaltet in Wunschpartnerschaften, hier transformiert sich etwas. Ja? Das heißt, auch wenn du jetzt erstmal im Job mit einer Phase rechnen musst, darfst, ja, ich betone es noch einmal, darfst, es ist bewusst ein Prozess und es ist immer ein Geschenk, so eine Transformation, so ein Prozess. Ja, selbst wenn du hier, was ich natürlich auch sehe für den einen oder anderen, erstmal eine Auszeit dir nimmst, es dient zu deinem Gunsten, damit du realisierst, was du eigentlich möchtest. Ja, ich betone es hier nochmal, ich zeige dir die Karten nochmal in die Kamera. Es geht hier ganz klar um deinen Fokus, was du möchtest, was dein Gegenüber möchte, im Allgemeinen, ja, im ganzen Kollektiv hier, um zu schauen, was man eigentlich möchte. Und das kommt mehr und mehr eben zur Erkenntnis. Und das ist diese Unabhängigkeit. Ja, das heißt, man möchte sich hier unabhängig machen von Alten. Eine Ablösung. Und das könnte, wie gesagt, für den einen oder anderen jetzt auch noch ein Thema sein, dass du hier erst einmal zu Hause bist. Ja, aber du wirst in dieser Zeit mehr und mehr Kraft schöpfen. Mehr und mehr
in dich gehen, um hier wirklich in ein Neues zu gehen. Sieh dich bitte als Geschenk, solltest du derzeit in dieser Position sein, dass du arg blockiert bist, aufgrund, dass du hier deinen Job verloren hast. Ja? Hier geht es weiter. Hier ist es wichtig, um zu heilen. Hier haben wir ganz klar das Thema das Herz. Ich bekomme auch bewusst, dass du Kindheitsthemen heilen darfst. Ja? Hier ist etwas wiederkehrend. Und du schaust jetzt in deine Beständigkeit. Das heißt, du schaust jetzt, mit wem du diese Beständigkeit hast. Du schaust jetzt, welcher Job, was dir eigentlich liegt, was du eigentlich realisieren möchtest. Und das wird definitiv Beständigkeit haben. Definitiv, wir haben das Glück, wir haben das Herz in Kombination mit dem Baum der Heilung, dass es hier Festigkeit haben wird. All das, was du jetzt siehst, ich zeige es dir nochmal in die Kamera, den Anker in Kombination mit dem Geschenk, den Baum und den Klee und den Bären, ja. Das heißt, was du jetzt siehst, wird absolute Stabilität haben. Es wächst hier langsam, aber es wird eine absolute Stabilität haben. Und irrelevant, für was du hier schaust, ja. Das kann jetzt Wunschpartnerschaft sein, das kann aber ein komplettes Programm sein, sprich auch im Beruflichen, dass du hier in eine ganz andere Linie gehst, in eine ganz andere Richtung gehst oder eben bei dem einen oder anderen das, was du jetzt beibehältst, sprich was du jetzt im Beruflichen gestartet hast, das hat absolute Erfüllung. Glaube bitte daran. Es liegt ja hier, ja. Hier haben wir dann auch sehr viel am Samstag, dass wir hier die Stabilität haben, sprich den Baum der Heilung. Man geht hier raus aus den ganzen Themen, man kommt in die Festigkeit. Auch, dass man vielleicht Freunde zu Rate zieht, ähnliches in einer Partnerschaft. Man zieht sich hier zurück, man ist im Rückzug, in der Einsamkeit. Und einem wird jetzt klar, dass man das, so wie es bislang war, nicht mehr möchte. Ich kann das nur immer und immer wieder betonen, was ja hier dann eben auch ganz klar liegt. Ja, auch wenn du dich jetzt in einer Partnerschaft befindest, wird dich hier mehr und mehr bewusst, dass das keine Beständigkeit mehr hat, dass man hier rausgeht. Das liegt schon hier. Und du gehst in etwas Glückliches. Am Sonntag zeigt sich hier der Ring in Kombination mit dem Diebstahl. Ja, also hier geht definitiv etwas in den Verlust, was eigentlich schon lange keine Beständigkeit mehr hatte, ja, aufgrund Eifersuchtsthemen, Manipulationen, Finanzen etc. Du kennst deine Situation, in der du dich befindest. Also hier bekomme ich es auch so, dass man immer mehr und mehr versucht, hier zu flüchten, einen Ausweg zu finden. Ja, dass du vielleicht hier alleine joggen gehst, spazieren gehst etc. Oder eben dein Gegenüber. Ja, es könnte ja sein, dass du hier Single bist und du schaust für dein Gegenüber, der dann in einer Partnerschaft ist, je nachdem. Und hier sucht man nach Auswegen. Ja, also man einen treibt es regelrecht hier raus aus dieser Verbindung. Zeigt sich auch ganz gleich hier einmal mit der Sense in Kombination mit dem Kind. Es könnten Kinder involviert sein bei dir oder bei deinem Gegenüber, wo es dann zu einer schnellen Kontaktaufnahme kommt. Das Kind ist auch immer der Neuanfang. Hier geht es in einen absoluten Neuanfang. Wir haben den Klee für die Zweisamkeit, Stabilität in der Liebe. Solltest du dich gefragt haben, ob es die Liebe ist, definitiv. Auch Telefonate könnten hier stattfinden. Hier könnte es auch um ein Geschenk gehen, ähnliches. Ja, es könnte auch eine Feierlichkeit sein, ein Geburtstag. Schau bitte ganz genau auf dich hier. Ja, aber definitiv eine ganz schnelle Kontaktaufnahme, was sich dann hier eben auch zeigt. Ich schaue einmal weiter. Was möchte die darauffolgende Woche hier für dich bringen? Hier haben wir auch, was ich jetzt zuerst bekomme, ja, auch mit dem Baum. Es ist sehr, sehr viel Heilung derzeit durch diese starke Transformation. Etwas wächst hier, ja, und man schaut genau zu. Das heißt, du oder dein Gegenüber oder ihr beide, man schaut hier, wie es wieder in Blüte geht und wächst. Du hast hier wundervolle Karten und ich bekomme es hier wirklich für das Allgemeine, dass man mehr und mehr schaut, was hier Stabilität hat, wo man eben diese ganzen Blockaden auch auflöst in einer Verbindung im Beruflichen. Man schaut hier in Neues, in neue Projekte, die absolute Stabilität haben. Ja, es liegt ja hier. Habe bitte diesbezüglich keine Bedenken. Des Weiteren haben wir hier zwei Tarotkarten.
Der König der Luft in Kombination mit dem Ass der Erde. Du hast hier sehr, sehr hohe Karten. Hier geht es um Entfaltung von Wohlstand, von Sicherheit, ja. Viel in einer Wunschpartnerschaft auch. Wo du mehr und mehr in die Kraft kommst, wo du alles loslässt, transformierst. Hier haben wir die Auferstehung, definitiv. Ein vielversprechendes berufliches Projekt. Wichtige Dokumente oder Verträge. Hier geht es um etwas ganz, ganz Wichtiges bei dem einen oder anderen. Das alles, was ich hier schon sagte in dieser Woche, spiegelt sich hier dann noch einmal wieder, auch wenn es hier noch Konflikte gibt. Du gehst in etwas Neues. Definitiv. Ob du jetzt für das Berufliche oder für die Liebe schaust, du gehst hier in etwas ganz, ganz Neues, was absolute Stabilität hat. Dann haben wir den König der Luft. Und hier geht es um brillante Ideen, auch in Wunschpartnerschaften. Hier äußert sich jemand sehr selbstbewusst, sehr aktiv. Ja, Reiter stehen immer für Aktionen, für Aktivitäten, für auch rationale Entscheidungen werden hier getroffen. Plötzliche Entscheidungen. Man kommt plötzlich in sein Bewusstsein, wo man die Augen immer verschlossen hatte. Und das siehst du ganz klar hier auf dieser Karte, die möchte ich dir nochmal zeigen, dass man hier schon leicht die Augen geöffnet hat und dass etwas mehr und mehr wächst. Ja? Habe bitte keine Bedenken. Ich betone es hier noch einmal. Ja? Absolut wichtig, gerade in dieser Krisenzeit, du gehst hier in ein absolutes Neues. Hier ist es wichtig für den einen oder anderen, dass du hier, wenn Gelder blockiert sind, wenn du in der beruflichen Selbstständigkeit bist, ja, irrelevant, wo du hier schaust, für das Berufliche, du solltest dir bitte Hilfe suchen, du bekommst hier Hilfe, solltest du mit deinen Geldern Geld nicht auskommen. Du bekommst hier Hilfe, hier sind Personen, die möchten dir helfen. Ja, schau, dass du eben bewusst auch nach Rat suchst, dass du dich nicht traust. Ja, ich bekomme hier auch für den einen oder anderen, dass man hier sich nicht traut, etwas zu sagen oder in Partnerschaften. Ja, vielleicht hat ein Wunschpartner gerade sehr, sehr viel Geld verloren und traut sich aus dem Grund nicht, ja, mit dir in den Kontakt zu gehen oder hier in ein Treffen zu gehen. Ähnliches durch eine Scheidung, ja, die jetzt schon vonstatten gegangen sein könnte. Hier liegt aber der Verlust, das heißt, hier werden noch mehrere Trennungen vollzogen. Und dass man sich jetzt aus dem Grund hier etwas nicht traut, nicht wagt. Wag es dir, es ist absolut wichtig, ja, dass man hier eventuell viel verloren hat oder du derzeit, all das, was ich schon sagte, in deiner Selbstständigkeit, suche hier bitte nach Gleichgesinnten, sprich aber auch Behörden, ja, dass hier Menschen sind, die dir helfen möchten. Vielleicht bist du hier nicht selbstständig, ähnliches. Ja? Du hast Angst, dass hier mehr und mehr in den Verlust geht. Nein, es gibt immer Hilfe, es gibt immer Mittel und Wege. Ja? Es gibt immer einen Plan B. Immer. Sei dir bitte dessen bewusst und hier geht es um Diplomatie, hier geht es um selbstbewusst aus einer Sache hervorgehen, auch wenn noch so viel in den Verlust gegangen ist. Es zeigt letztendlich an deiner Stärke. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Schau, dass du hier in dein Selbstbewusstsein kommst und das wirst du auch kommen. Ja, denn ich sehe hier noch etwas, die Trauer, die Verschlossenheit, ja, dass man Angst hat, mehr und mehr geht in Verlust. Nein, es gibt immer einen Plan B. Habe bitte diesbezüglich Vertrauen, denn du siehst ja auch hier ganz klar, dass es hier wächst. Es wächst und wird stärker und stärker mit absoluter Stabilität. Ja? Wir haben hier auch die Traurigkeit, die sich hier ganz klar zeigt. Du gehst hier raus in deine Stabilität. Des Weiteren haben wir den Schmetterling in Kombination mit der Nachricht. Ja? Und du wirst hier Nachrichten bekommen. Berufliche, all das, was ich schon sagte, Wunschpartnerschaften. Hier wird es Nachrichten geben und hier geht es um eine Transformation noch einmal. Hier transformiert man sich, diese ganzen Themen, auch wenn hier noch Kinder involviert sind, es wird transformiert. Man befreit sich hier aus diesen ganzen Themen, aus diesem harten Prozess und wir haben die Kontaktaufnahme. Also irrelevant, wie du hier schaust, ich wiederhole es immer und immer wieder, da ich dann auch viele Fragen bekomme. Also hier gibt es definitiv im Beruflichen, in Wunschpartnerschaften, hier gibt es einen Kontakt und hier geht es wieder in ein Hoch. Definitiv.
Ich schaue einmal auf den Montag und hier zeigen sich dann eben all das, was ich schon sagte, Blockaden. Hier sind dann nochmal Diskussionen, ja, die sich hier zeigen durch eine Verbindung, all das, was ich schon sagte und diese Ängste. Lass bitte deine Ängste los. Hier geht es darum, Berge zu versetzen und sich der Angst zu stellen, bekomme ich. Den Reiter bringen immer etwas in Bewegung. Und vor allem, du hast das Ass der Erde, ja. Du hast hier deine absolute Fülle. Du siehst es nur nicht, ja. Du kommst hier noch nicht so in dein Bewusstsein. Das kommt aber mehr und mehr. Was dann ganz stark in dieser Woche zum Vorschein eben kommt. Du gehst in deine absolute Entfaltung. Du befreist dich hier aus deinen Themen. Du gehst in deine Fülle. Am Dienstag zeigen sich dann hier Diskussionen, Streitigkeiten in einer Verbindung, im Beruflichen. Ja? Aber du gehst hier schon in eine Situation, wo du eben nach bewussten Lösungen suchst, indem sich hier eine andere Möglichkeit zeigt. Ja? Sollte sich dein Wunschpartner nicht getraut haben, da hier viel und viel in den Verlust gegangen ist. Denn ich sehe hier Ängste. Ja? Hier geht es um Treue und Loyalität. Sehr viele Ängste, stressige Situationen. Dass dieser Mensch vielleicht denkt, er oder sie hat vielleicht sehr, sehr viel Geld verloren und traut sich, hier nicht auf dich zuzukommen. Man denkt hier sehr, sehr viel nach, ja? Ob es denn Stabilität hat. Und da kommt man raus, definitiv. Hier bekomme ich dann auch die Beschleunigung, was das beinhaltet, etwas Schnelles, ja, auch Gespräche, dass hier das wieder in den Fluss kommt. Hier kommt schnell im Finanziellen wieder etwas in den Verlust. Du setzt dich durch. Ja, du setzt dich hier bei anderen Personen durch, wobei hier aber wiederum auch Personen sind, die dir helfen werden. Zumindest eine Person, definitiv. Jemand gibt dir Kraft. Es könnte jetzt in einer Partnerschaft sein, es könnte jetzt eben im Beruflichen sein, dass jemand dir Kraft schenken möchte. Hier haben wir dann auch schon die Kontaktaufnahme, es könnte in den Abendstunden sein, aber auch viele Gespräche, Diskussionen, die hier nochmal geführt werden, ja, in dieser Verbindung, dass man hier Vorhaltungen macht. Ja, hier sind auch Beobachtungen. Ich bekomme hier Beobachtungen. Entweder wirst du beobachtet oder dein Gegenüber wird beobachtet von einer noch Partnerin, Partner. Schau bitte auf dich. Manipulationen, all das, was ich schon sagte. Und hier werden Vorhaltungen gemacht. Hier haben wir dann auch das Thema die Transformation, das Ende am Donnerstag. Hier kommt etwas in Bewegung. Man sucht hier schon in dieser Woche nach Möglichkeiten. Ja? Nach Möglichkeiten, wie man hier rauskommen kann, wie man sich befreien kann. Es könnte bei den einen oder anderen wirklich sein, dass man sich hier rausschleicht. Ja? Man schleicht sich hier raus, weil man das einfach nicht mehr aushält. Schau bitte auf dich. Hier haben wir dann auch nochmal mit dem Reiter, hier ist etwas unterwegs, eine Nachricht, Kommunikation, all das, auch wenn es bislang hier im Abbruch war, hier kommt wieder eine Nachricht. Davon kannst du mit absoluter Sicherheit davon ausgehen. Noch einmal, der Reiter ist immer in Bewegung, ja, steht immer für Bewegung und es ist irrelevant, wie du hier schaust. Am Freitag zeigt sich die Seelenpartnerschaft, die Kraft, all das, was ich eben schon sagte, Transformation, hier kommt man wieder in sein Bewusstsein, in seine Kraft. Ja, man kommt jetzt hier in eine gewisse Sinnfindung, was sich hier schon mit der Beständigkeit gezeigt hat. Ja, man schaut, dass man sich hier lossagt aus diesen ganzen Themen aus der Vergangenheit. Hier schaut man in glückliche Momente. Wir haben einmal das Herz hier. Zweisamkeit, definitiv, ist für den einen oder anderen ein Treffen, aber eine Kontaktaufnahme. Telefonat, das so oder so bekomme ich hier sehr stark, das auch sehr, sehr schnell. Und hier geht man in einen absoluten Neuanfang. Auch nochmal mit dem Kind, was sich hier zeigt. Wundervolle Karten hier für dich, für deine zwei Wochen. Schau bitte, wie du damit in Resonanz gehst. Es ist eine allgemeine Legung, ja, aber ich bekomme es hier für sehr, sehr viele. Gerade im Bereich Finanzen, ja, dass du jetzt wirklich in deine absolute Entscheidungsfindung gehst und dass du Neues entstehen lässt. Und du bist hier auch sehr besonnen. Du siehst hier eigentlich schon, wie es wächst, ja. Oder ihr beide seht, wie es wächst. Und das ist wirklich egal, ob du hier jetzt für Partnerschaften Ähnliches schaust. Hier ist eine Person, das könnte dein Wunschpartner sein,
Man schaut hier, wie etwas langsam wächst und mehr in die Blüte geht. Wundervolle Botschaften. So, meine Liebe, mein Lieber, ich wünsche das natürlich allen hier von euch. Alles, alles Liebe. Bleibt bitte stark. Es ist absolut wichtig. Ja, all das, was ich schon sagte hier. Schau, dass du Ängste, Blockaden löst. Es kommt alles wieder in den Fluss. Habe bitte absolutes Vertrauen an dich selbst. Es ist wichtig, ja. Auch diese eventuelle Zurückhaltung bei dem einen oder anderen. Ja, du gehst hier in deine Stabilität, in deine Beständigkeit. Alles, alles Liebe für jeden einzelnen von euch hier. Fühl dich umarmt. Bis dahin.